Genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Was ist das? Verdammt! Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Hey, sieh mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Wir hatten wohl nicht erwartet gegeneinander. Wohl nicht. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Ja. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Zu hoch für eine Räuberleiter. Toll, danke. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Etwas Wasser geschluckt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Das sollte gehen. Okay, weg da! Bitte! Okay, gut.
Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Okay. Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Großer Gott! Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So, für die Nachwelt. Hey, hier hoch.
Langsam. Sei vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Hey. Hi. Nate, der Shoreline-Truck ist noch da. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Mehr Kanonen. Genau wie bei Two's House. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann Erde. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Wort des Tages? Pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Hallo. Und wo sind jetzt die Shoreline? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Mehr Fußspuren. Hey, komm hier rüber. Spuren führen durch diese Tür. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Ich mag den.
Hab dich, Kumpel. Nicht anfassen. Es wird mehr. In einen Hinterhalt gebracht. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Okay, dann los, bereit? Von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang.